Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Arbeithunde Minecraft Vanille Provinzen. Mit dabei El Kratzi 252. Hallo. Boah, ich glaube, das war gerade. Ich glaube, so bescheuert hat man deinen Namen noch nie ausgesprochen, oder? Es geht. Boah, weißt du, was Schlimmerer. Weißt du, was ich jetzt aber mal gerade mache? Na. Hat man's gehört? Ja. Prost. Ich habe mir gerade ein Bier schon geholt. So, das da. Da lassen wir uns gerade nicht irritieren. Er ist gerade was servermäßig am Testen, ob das Ganze standhält. Ja. Gut. Das läuft gut. Sehr schön. Also, ich habe jetzt. Wir haben auch so heute ein paar Strohballen fertig gemacht, weil das Dach wollten wir ja aus Stroh machen. Achso, Dommel. Ja. Bekomme ich deine Axt? Ach, auf einmal, ne? Ja, meine hat vorhin bei 4 Stacks dann aufgegeben. Lol. Okay. Bei mir kam gerade überhaupt nicht mal mehr die Drop-Animation, ne? Lol. Ich bin am Überlegen, wollen wir nur ganz oben so ein bisschen bedecken? Wir könnten auf jeden Fall Streben reinhauen. Dann brauchen wir nicht ganz so viel. Warte mal. Nee. Jetzt habe ich nicht. Bitte. Verdammt. Ich brauche mal gerade ein bisschen Erde. So, das reicht schon. So und so. Sehr schön. Das war El Klug. Das war El Mucho Klugu. Also manchmal frage ich mich echt, wie ich das immer schaffe, so auf die Fresse zu fallen, dass ich behaupten kann, dass er klug. Eigentlich immer, oder? Ja, irgendwie schon. Mach mal so. Und dann hole ich mir dann noch ein paar Erdblöcke. Aber so weiß ich, dass ich dann auch wieder raufkomme. So, dann machen wir hier. Ich habe mich gerade gewundert, was das da hinten für ein Klotz ist. Das war einfach nur so ein Berg vom Mesa-Biom. Es sah halt einfach so in dem Moment. Warte mal, wer baut denn da? Ich wollte schon gerade schreien, was du am Bauen bist. Ich baue Holz ab. Ja, ist ja gut. Ich traue dir, ja. Alter. Du kennst doch meine Holzfarmen. Und Stacks ja. In einer Reihe und einfach wachsen lassen. Rate einfach mal, wer gerade wieder hingefallen ist. Du. Und ich auf die Fresse. Ja. Ohne Spaß, ich bin in diesem Projekt schon so oft runtergefallen, ne? Aber... Hab immer noch nur einen Tod. Und hängen geblieben bist du auch. Das schon vor dem Projekt. Okay, ich wollte es nur noch mal bestätigt haben. Ja, gebe ich immer wieder zu, ich bin hängen geblieben. Ich meine, wer von uns beiden ist zu 50% behindert? Mein Kumpel. Ja, ich. Wir werden auf jeden Fall sehr, sehr viel brauchen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir dann einfach so einmal so ein bisschen. Schau mal, ich würde vielleicht hier noch. Hier die Reihe noch machen, dass das einfach so ein bisschen drauf liegt, ne? Hm. Und dann vielleicht hier oder hier sogar. Ne, eher hier. Noch so einen Holzbalken machen, wo wir dann einfach auffüllen. Mit weiterem Holz oder wie? Ja, ja. Okay, dass man nach unten ein Dach auslaufend hat und nach oben Stroh hat, oder wie? Genau. Ja. Können wir ja schauen, im Notfall kann man ja immer noch was draufpacken. Ja, klar. Ja. Sollten auf jeden Fall irgendwann mal den Eingang verbessern. Ja, gut. Halt, da wollte ich eigentlich schon immer mal ran mit Treppen und so weiter. Ja, weil das Hochgehüpfe geht mir echt auf den Nerv. Pass auf, schmeiß schon mal ein paar
Machen wir ein paar Clean Stones parat, dann mache ich das jetzt gleich. Wir könnten eigentlich so eine leicht auslaufende Treppe machen. Ich hatte einfach gedacht, dass ich da so mit Stonebrick Stairs so ein bisschen arbeite. Okay. Ja, ich hätte es halt nicht so steil gemacht, sondern ganz normal, so flach, dass es ganz vorne, wo das Haus endet, auch aufhört. Ich hatte halt einfach so gedacht, dass er so halt ein bisschen hochsitzend sein soll. Okay. Okay, das ganze Heu, was ich gemacht habe, ist weg, ne? Ich habe 3 Reihen fertig bekommen. Okay, wenn du in ein Haus gehst und nach links schaust. Moment, ich mache hier noch was fertig. Ich will das Holz noch wegbauen. Aber Truhen haben wir jetzt einige, ne? Ich mache gerade wieder welche. Ja, ohne Spaß. Ich glaube, das wird das dickste Lager sein, was ich ohne AE gebaut habe. Und es wird dennoch automatisiert. Ja. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich hätte nichts dagegen, wenn in diesem Projekt Applied Analytics drin wäre, ne? Ja, ich auch nicht. Kommt dafür so der Servertechniker vorbei. Guten Tag, hier ist ihr Lagersystem. Achso, was ich so als eine Idee hatte, ne? Oh Gott. Dass wir die Wartungsschächte so lassen. Mhm. Also, da hattest du ja hier die Idee, eine Wand hochzuziehen, oder? Ja, genau. Wie wäre es, wenn wir das durch Treppen ersetzen, die ins nächste Stockwerk führen? Kann man auch machen. Und dann hat man, weil ich habe vorhin mal getestet, wenn man an den Kisten zwischen dem Holz ein bisschen durchschaut, kann man Lever an die Wand machen, innen drin. Dann machen wir einfach unten Pistons rein, die Treppen wegschieben. Und dann kommt man immer noch rein. Also ich bin zwar gar nicht ganz mitgekommen, aber es klingt interessant. Warte. Ich hätte eigentlich gehofft, dass heute Klaus noch mit aufnehmen könnte, aber der ist krank. Schade. Also an dieser Seite gute Besserung. Gute Besserung an dich. Hoffentlich wird's wieder. Boah, ist ein harter Kerl, der trinkt jetzt ein, 2 Bierchen, nicht was. Vielleicht kann man da noch. Dafür sogar Grafik. So ein. Das war so etwas noch klar. Jetzt sollte ich rennen, oder? Sei froh, dass du gerade noch eine Kurve gemacht hast. Pfui. Ich bin gerade so scheiße mit dem Bogen, ne? Der war knapp. Ja? Schlimme ist, ich kann nicht mehr rennen. Oh. War das One Shot? Der macht 10 Schaden! Alter! Alles klar, es wurde gezeigt, wer hier die dicksten Eier von uns beiden hat. Christian? Ich muss Minecraft neu starten. Ist das gerade echt geschmiert, crashed? Nee, irgendwie Session abgelaufen. Der Bogen war zu krass für den. What the fuck? Na gut, ich hatte echt keine Rüstung, ne? Ja, schon klar, aber mit 10 Schaden hätte ich nicht gerechnet. Aber ich glaube, du auch nicht, ne? Nee. Ich vergesse halt immer wieder, wie scheiße OP der Bogen ist. Stärke 5, ne? Ja, und Falt Flame. Man sollte eigentlich meinen, dass so ein Schwert aus Diamanten stärker ist als ein Bogen aus Holz und einer Seite, ne? Mhm. Ah, jetzt brauche ich die Axt, ne? Versuche schon seit ein paar Minuten Minecraft wieder zu starten. Ah, startet. Ja, passt schon, ich komme schon klar. Okay, merke, den Bogen nur auf Feinde richten. Wäre nett.
So, optisch kann man da bestimmt noch was machen. Mir würde auch jetzt schon einfallen, was man da noch optisch machen könnte. Wir könnten ja theoretisch gesehen noch eine zweite Etage reinbauen, ne? Ja. Wollen wir dann jetzt schon mal... Weißt du was? Ich mache dann hinten schon mal... So. 1, 2, 3, 4. Da eine richtige Tür reinbauen würde ich sogar sein lassen, ne? Ich glaube, das würde nicht aussehen. Halt, jetzt würde ich mir echt wünschen, dass es so ein Schollentor geben würde. Alter, ich habe jetzt endlich Minecraft mit Optifine. Nice. Krass. Hat er endlich gefunden, wo Optifine hin installiert worden ist. Ah. Gut zu wissen, dass du das weißt. Soll ich mal ein paar Kühe töten oder? Ah, die kann man noch züchten. Wo ist denn dein Spawner am Spawnen? Moment. Also der Porter? Ja. Wenn du zu Victor und Joe gehst. Ach warte, ich komm schon abholen. Wo bist du? Ich laufe gerade noch die Treppe runter. Und ich muss irgendwie meine FPS in den Griff bekommen. Ah, die haben den ersten Beacon fertig. Oh, Tatsache. Frag mir nur, was es gibt. Zurück! Ja, ich will nur schauen, was der gibt, der Beacon. Ja, ich würde ja wohl sagen Speed. Oh, Tatsache. Ich habe mich schon gewundert, warum laufe ich auf einmal so schnell? Naja, ich schaue einfach ins Inventar reinzuschauen, ne? Normalerweise wird es... Oh, es wird sogar rechts oben angezeigt. Naja, der Super-Teleporter, den Victor nie fertig gemacht hat. Du kannst ruhig reinkommen, ne? Dankeschön. Ich habe mir nur umgeschaut wegen den Zombies, die ich gerade gehört habe. Wahrscheinlich noch der vom Spawn. Nein, die sind direkt unter den Papageien. Was? Ja. Wohnen hier. Oder höre ich dir gerade einfach nur frei? Ah, die Papageien machen ja die Geräusche, ne? Oh, du... Ah. Weiß ich, wundere mich hier gerade schon. Hä? Hier kann doch nichts sein. Alter, Papageien nerven manchmal. Vor allen Dingen, wenn sie Creeper nachmachen. Weiß ich, wundere mich hier schon. Hä? Wo sind denn die? Ich höre hier nichts. Christian, mach doch sowas nicht mit mir. Doch, immer. So, ich mache jetzt auf jeden Fall schon mal, bereite schon mal die nächste Etage vor. So halt vom Bauen her ein bisschen. Okay. Brauchst du auch was? Ich brauche Akazie. Oh. Wow. Und vielleicht die Axt. Oder brauchst du die noch? Danke. Nee. Wow. Bei mir kam... Hast du die wieder aufgesammelt? Nein. Sicher? Ja. Weil bei mir kam das Geräusch, dass hier einer aufgesammelt hat. Du? Nee, beim ersten Mal nicht. Achso, beim ersten Mal hatte ich wieder aufgesammelt, ja. Ja. Boah. Hallo, du arbeitest hier mit einem Profi. Ja, ich merke das schon. Komm mal hier rüber. On the way. So hatte ich mir das halt vorgestellt hier.
Halt so, bin ich am überlegen, ja, ob wir das durchgehend machen sollen oder vielleicht nur einmal hier an den Ecken. Nur einmal an den Ecken, würde ich sagen. Ja, hatte ich auch überlegt. Ja, ne? Kann man so lassen. Ja, durchgehend sehen ein bisschen scheiße aus mit den Fackeln hier. Ja. Ja, komm. Komm, ich würde sagen, dann nehme ich das als ganzer Kart hier für Slaps, ne? Ja. Ich meine, ist ja relativ schnell nachgefarmt. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, ich kam hier rüber dahin. Ganz ehrlich gesagt, das könnte die geilste Bude werden, die wir je gebaut haben. Fertig gebaut haben. Ja. Du hast das fertig nicht vergessen. Wobei, Overdrive könnte man vielleicht irgend... Okay, nein. Overdrive, also bitte. Das war, ich bin ehrlich, das war echt die billigste Bude, die ich je hatte. Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, so Modpack-mäßig, weil die beste Base, die ich gefühlt je hatte, war die von Infinity Evolved. Habe ich nie gesehen. Ich drücke so aus. Eine große Plattform aus Quarzblöcken und Burn Quarz. Ja. Atomreaktor. Also zwei. Naja, insgesamt waren es 4 Atomreaktoren. Merkel, keine Big Reactor, ne? Okay. Da. Industrial Craft. Genau. Und zwar 2 auf Uran und 2 auf Plutonium. Beziehungsweise angereichertes Uran, also dieses MOX. Ja. Ey, ohne Spaß. Ein stinknormaler Uranreaktor, ne? Hat um die 430 EU, glaube ich, gemacht. Was meinst du? Wie viel hat ein Plutonium gemacht? Kann ich gerade nicht abschätzen. 1800. Pro Tick wohlgemerkt. Und ich hatte 2. Okay. Dementsprechend kannst du dir wohl, glaube ich, vorstellen, wie das bei mir aussah mit Yuyumeta. Mhm. Geilste war halt, das ging am Anfang relativ normal. Also hat schon was gedauert, bis ich vorankam. Also ich hatte irgendwann das erste Iridium. Über Nacht hatte ich dann so 6 Iridium. Dann hatte ich an den Solar Panels mal gearbeitet. So normal gecraftet. Und irgendwann komme ich auf den Server, ja, bauen wir einfach mal 3 Ultimate Hybrid. Süß. Ja. Naja, ich hatte wirklich Iridium, ich glaube, nach einem Tag hatte ich um die 1000. Das ist viel. Ich würde ja echt gerne. Hast du mal Bock, Infinity Evolved zu zocken, so privat? Wir haben schon mal versucht. Skyblock? Ja. Es hat nicht funktioniert, weil es mein Rechner nicht gepackt hat. War da nicht was mit deinem Arbeitslaptop, dass du da was drauf ziehen kannst? Ja, schon, aber es ist halt scheiße, die ganze Zeit mit dem Mauspad zu zocken. Hast du keine. Kannst du die Maus nicht von deinem Rechner dann nehmen, oder? Mein Rechner ist so gut verkabelt. Okay. Ich möchte das ungern irgendwie aufmachen. Ja, gut. Weil, wie gesagt, ich würde halt echt gerne mit dir mal so ein Challenge-Modpack zocken. Und so wie ich dich kenne, hättest du ja auch mal Bock drauf. Ja, klar. Aber momentan einfach nicht. Ja gut, müssen wir mal schauen, vielleicht kriegen wir da was hin. Ich meine, theoretisch gesehen könntest du auch einfach so eine Pillemaus für 5 Euro holen, so eine Kabellosmaus. Ach, nein, nein, nein. Wieso denn nicht? Ich hasse Billigmäuse. Seitdem ich meine richtige Tastatur und meine richtige Maus habe, möchte ich nie wieder wechseln. So, wie sieht das folgenmäßig aus? Ja.
Den Stack kann ich noch wegballern und dann ist auch schon Schicht im Schacht. Ich habe gerade mal mir die Mühe gemacht, unsere Ressourcen zusammenzulegen. Jetzt schon im neuen Lager oder? Nee, noch hier. Okay. Und? Wir sind auf jeden Fall gut aufgestellt. Ja gut, das hätte ich auch sagen können. Musst du einfach mal schauen. Ja gut, das sehen wir ja spätestens, wenn wir das Lager zusammenbauen, ne? Also auffüllen. Ich schätze mal, wenn wir da noch... Da könnten wir eigentlich schon mal reinhauen, ne? Müssen wir jetzt gleich mal schauen. Leder kann man ja relativ schnell farmen. Würde ich sagen, machen wir bei Item Frames, oder? Ja, klar. So. Also, so weit bin ich momentan gekommen. Sieht nicht schlecht aus, auf jeden Fall. Und direkt unter dir steht die Kiste. Alter. Darauf erstmal einen Schluck aus der Pulle. Ja, auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Also nicht schlecht. Dafür, dass es alle Vanille erfarmt ist? Ja. Ich glaube, Beacon war 9x9, ne? Ja. Theoretisch gesehen könnte man ja schon mal uns eine Stelle suchen, wo die hinkommen. Halt am geilsten wäre natürlich eins in jeder Himmelsrichtung vom Haus, ne? Ich hätte... wenn wir die Eisenfarm haben, dann machen wir alle Beacons außenrum ums Haus, nur mit Eisen. Aber die im Haus, dann aus den Gold, Deer, Emerald und Eisen. Willst du die echt noch ins Haus bauen? Ja. Die brauchen auch durch Kontakt zum Himmel, oder? Ja, aber ich hätte zum Beispiel ganz unten hingemacht, aber das halt in der Mitte von unserem Haus 4 so Leuchtstrahlen einfach nach oben gehen. Komm, ich jetzt gerade nicht drauf klar. Pass auf, ich beende gerade die Folge und dann können wir das ganz kurz durch. Ja. Gut. Okay. Also wir diskutieren das mal ganz kurz so. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Machen, würde ich sagen. Haut rein. Tschüss. Tschüss.